Ach, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? War gerade frühstücken. Oder wir haben gerade gefrühstückt. Mit den Nachbarn. Die ziehen ja weg und dann haben die ein bisschen erzählt von der Umzugsfirma und wie schrecklich das ist. Man hört ja immer, wie die einen immer abzocken und alles schlecht machen und so. Und ja, leider passiert das echt zu oft. Hat die erzählt, wie alles schlecht gemacht wurde, die zu langsam waren, mittendrin aufhören wollten, alles zerkratzt, alles mit Dellen, alles kaputt angekommen, Faxen gemacht haben, Stress gemacht haben, der Besitzer am Ende zu ihrem Vater dann auch noch so halt Small gesagt hat oder halt die Fresse. Ich denke mir so, wie kann man, also ich, die Influencer langweilen mich schon, aber wie kann man so einen schlechten Service machen und dann auch noch so frech sein? Man hört ja immer diese Dokus und Horrorgeschichten, schlechte Bewertungen, denkt sich, Alter, wie kann das sein? Und ja, dann trifft es einen selber oder Leute, die man kennt. Heftig, heftig. Und apropos Influencer, wir haben uns endlich einigen können. Oh mein Gott, es geht voran. Aber dazu gleich mehr. Neue Nachmieter. Potenzielle neue Nachmieter sind wir da. Die Wohnung besichtigen. Hoffentlich niemand, der Stress macht, wenn wir Freitagabend, schaut vorbei auf Twitch, @supersaftig, 5 mal stattdessen zu laut sind. Aber bis hat sich keiner beschwert. Also die nebenan sowieso nicht. Und oben. Oben noch nicht, aber ich will es nicht ausstrapazieren. Oh yes! Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, es ist Milk Tea. Eiskalt. Paket ist angekommen. Von der Bestellung gestern, glaube ich. Also, die sind anders krass schnell. Warte, nee, heute ist Mittwoch. Montag habe ich das bestellt, oder? Okay, so krass schnell sind die nicht, also schnell schon. Aha. Das ist hierfür. Das ist das hier. Für den zweiten, für den hier. Schauen wir mal, wie das schmecken wird. So, es gibt Updates zu Hongs Tour. Also Hongs Tour an sich nicht. Wir hocken seit Anfang Mai an Tour Nummer 3. Und dann bewegt sich gerade nicht viel. Oh no. Das sieht nicht aus wie Milchtee. Das ist irgendwie so fermentierter Säubohnensaft oder sowas. Ich kenne das schon. Nicht mein Geschmack. Ja, auf jeden Fall Tour Nummer 3, ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Viele haben auch gefragt, hey, mach doch so trailermäßig was. Ist auch geplant. Da auch auf der Suche nach Videografen. Ich habe einen Kollegen, der ist Videograf sogar. Muss man sich erstmal treffen, ein bisschen Smalltalk. Dieses eine Treffen, bevor man Business redet, kennt ihr wahrscheinlich. Und dann würde ich den anfragen. Aber hier und da schaue ich auch schon nach Videografen. Da kann man so Trailer und so funktioniert diese Videos machen, so tutorialmäßig. Und dann für jede Tour einen Gesamttrailer für das ganze Konzept, dann für jede Tour. Sprich, erstmal unsere drei, erstmal, die wir haben. Die kann man dann auch als Werbung, so Google AdSense-mäßig irgendwie einsetzen. Und dann halt Google AdSense, Instagram-Werbung, sowas. Facebook-Werbung schalten, sowas. Ja, und Influencer-Marketing halt. Und da lief es erstmal nicht so gut, allgemein. Aber allgemein, also nicht nur für Hongs Tour, auch für Groups, diese Arbeitgeber, die ich hatte. Wo der Auftrag momentan pausiert. Ich weiß gar nicht, ich habe seitdem, der pausiert auch schon fast einen Monat, seitdem gar nicht mehr reingeschaut bei denen, wie es bei denen so läuft, aber ist auch egal. Und ich habe jetzt zwei, also das war sogar immer noch die allererste, die ich angeschrieben habe. Dann gab es ja Probleme mit der, auf einmal hatte sie kein Interesse mehr, hat hier und da irgendwelche Ausreden gehabt und gar nicht mehr geantwortet. Dann hatte ich ihre Freundin angeschrieben, dann ist die erste doch wieder auf mich zugekommen, keine Ahnung warum. Man kann nur spekulieren, munkeln. Und ja, jetzt haben wir uns auf Preise geeinigt, auf Leistung geeinigt und am Wochenende wird hoffentlich das erste von zwei Fotoshoots stattfinden. Wir machen die bisschen Insta-Werbung, die Stars, Post, Stories, Story-Highlights war mir auch besonders wichtig.
dass das dauerhaft irgendwo ist, wo die Leute dann immer, wenn die auf deren Account kommen, weil die werden ja mit der Zeit auch hoffentlich weiter wachsen und dann kommen immer mehr Leute da drauf, checken die Story Highlights ab, finden den Zugangstour und dann ist das ein dauerhafter Werbeplatz, hoffentlich, dementsprechend. Die eine wollte 500, nee, also ich habe der einen 500 geboten und die andere wollte 850. Der hatte ich aber ursprünglich 750 geboten, also. Aber hält sich im Rahmen für zwei Fotoshoots jeweils, also beide kriege ich zweimal, plus wie gesagt Story, Posts, Stories, Posts und Story Highlights. Ja, mei. Geht schon, geht schon. Yo, wisst ihr noch, war das gestern oder vorgestern, wo ich dieses Philly Cheesesteak ausprobiert habe, weil ich das bei Kai Pflaume gesehen habe? Digga, ich bin gerade an Kai Pflaume vorbeigegangen. Ich wollte jetzt nicht starren. Ich wollte jetzt nicht die Kamera auspacken und auf ihn zeigen, aber nee, ich bin gerade echt an Kai Pflaume vorbeigegangen. Na, kann man nicht machen. Kann man nicht zeigen. Aber glaubt's mir, Leute, glaubt's mir. Am Goetheplatz angekommen, denn hier gibt's den zum Würstelkönig. Super top Empfehlung von Nico. Er schreibt so, den hat er schon echt Ewigkeiten. Und dann war Corona, dann hatte der Laden nicht offen. Und ich glaube, seit dieser Woche hat er wieder offen und direkt gestern Abend hat Nico reingeschrieben, hey Jungs, der Laden hat wieder offen, morgen schau mal vorbei und so. Und ich hatte es mir heute überlegt, war mir nicht sicher, aber heute schreibt er wieder, yo, hast du den Laden schon ausprobiert? Ich so, hä? Du hast doch gestern das geschrieben, also so krass hypt er ihn. Er schreibt sogar, das ist der einzige Laden, den er hypt, abgesehen von Tati's Food Truck. Dementsprechend muss ich den testen. Es heißt Grillfleisch, also der heißt zum Würstelkönig. Es gibt dort nur Grillfleisch-Sandwiches, also eigentlich im Grunde genommen Döner, ist ja dasselbe, hat aber keine Würste, obwohl er Würstelkönig heißt und er ist bekannt für die Jahrhundertsoße, die soll krass sein, klingt halt so wie von irgendeinem Asiaten, so eine legendäre geheime Soße, ja, ich bin echt gespannt. Nico, nur für dich, Mann. Von Jakob Müller. Der Mann ist einfach eine Institution. Natürlich muss man einfach das Grillfleisch-Sandwich mit der Jahrhundertsoße bestellen. Hammer gemacht. Legendär. Jahrhundertsoße fehlt mir gerade sehr. Was ist das für ein Dichter, Alter? Das Grillfleisch sehr lecker und gut gegrillt. Und die Jahrhundertsoße mit Curry rundet das Ganze nochmal ab. Ich bin echt auf diese Jahrhundertsoße gespannt. Die Jahrhundertsoße ist an Köstlichkeit nicht zu übertreffen. Der Ladeninhaber ist immer freundlich und auf Zack. Ja, war ja echt. Emil, einfach eine Münchner Institution. Digga, was ist das für ein Wort, Alter? Institution. Voll das Trendwort. Grillfleisch mit Jahrhundertsoße ist ein Muss und das Warten wert. So. Jahrhundertsoße, Leute. Ja. Okay. Fleisch. Okay, also es ist kein Kebabfleisch offensichtlich. Aber ist gut. Schönen Grillgeschmack. Okay, ich bin gespannt. Nur Tomate, Soße und Fleisch. Ein paar Zwiebeln, glaube ich, auch waren dabei. Ja, das hat was auf jeden Fall. Vor allem die Soße. Fleisch ist so gar nicht saftig, aber das passt so. Ist ja Grillfleisch. Ist ein bisschen eher knusprig mit diesem Grillgeschmack. Die Soße macht schon irgendwie süchtig, ich muss echt sagen. Komisch, aber krass. Ah, der ist echt krass. Der hat was. Rustikal, so richtig altmodisch, oldschool ist der. Aber irgendwie taugt es echt krass. We are back! Daily Vlog ist am Schnitt. Beim Schnitt, wie auch immer. Gewinnspiel natürlich, vergesst es nicht, dass die Anmeldung läuft immer noch. 4 Tage jetzt, glaube ich, nur noch. Und ja, Gewinnspiel, ob man da gewinnen kann. Aber ich meine, so verrückt ist die Chance auch nicht. Also je nachdem, was ihr alles macht, habt ihr so, sagen wir mal, 10 Lose ungefähr.
Und es ist, glaube ich, um die 30.000, zwischen 25.000 und 30.000 Teilnehmer. Also jeder von denen hat ja mehrere Lose, also Gesamtlose, gehören nicht individuell, sondern jeder von denen hat um die 10, sagen wir mal, also könnt ihr alles durch 10 teilen, also 25. Ja, ist gar nicht so viele Teilnehmer. 2.500 ist echt nicht so viel. 2.500 bis 3.000 Leute. Und da, dass ihr einer von diesen 3.000 seid, hey, das kann echt passieren, oder? Kann echt passieren. Wünscht euch selber Glück. Also ich wünsche mir selber auch Glück, Mann. Jo, was geht? Ist nichts mehr passiert, deswegen beenden wir hier das Video. Das war's von mir, Leute. Gebt mir mal gerne Like, Kommentar, Abo. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Gönnt euch diese Jahrhundertsoße. Top Insider Münchens anscheinend. Ist echt bekannt. Und schaut natürlich bei Nico Away vorbei. Der hat mir den Insider-Tipp natürlich gegeben. Guter Tipp. Guter Kanal von Nico. Und das war's von uns. Serious Business in Bitcoin Cashflow. Generieren, investieren. Und ciao.